voraus aufs Gas. Wir starten los. In den nächsten 17 Jahren wollen wir das Erdgas aus der Raumwärmeversorgung in unserer Stadt vertreiben. Wir haben uns angeschaut, wie können wir das machen, wie gehen wir das an. Ein wesentlicher Player natürlich ist unser zentrales Fernwärmesystem, das wir in dieser Stadt schon sehr gut ausgebaut haben. Da werden wir in den nächsten 17 Jahren dafür sorgen, dass unsere zentrale Fernwärme auch zu 100% klimaneutral zur Verfügung steht. Wir haben einen ganz konkreten Plan für die Dekarbonisierung der Stadt. Wir haben für den zentralen Fernwärmeausbau vier Pioniergebiete definiert. Die vier Pioniergebiete haben alle einen sehr unterschiedlichen Charakter, weswegen wir uns auch auf diese vier Pioniergebiete geeinigt haben. Wir haben beispielsweise die Gumpendorfer Straße, wo hier über die komplette Länge eine Straßensanierung passiert, wo wir mit der Fernwärme schon sehr gut ausgebaut sind. Oder wir haben hier ein Alliiertenviertel, das beispielsweise als Wien Plus Projekt oder als Klimapionierstadt schon für Furore sorgt. Wir haben die Planungen für den flächendeckenden Fernwärmeausbau jetzt auch beauftragt. Wir wollen mit 24 anfangen mit den Bauarbeiten und gehen zum aktuellen Zeitpunkt davon aus, dass wir mit 25, 26 die erste Ausbaustufe voll im Gange bzw. auch teilweise abgeschlossen haben. Voraus aus Gas, wer wenn nicht wir, 600.000 gasversorgte Haushalte in Wien bekommen.